Sicheres Vorarlberg ist seit 20 Jahren landesweit aktiv, mit jährlich rund 580 Veranstaltungen und etwa 29.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen hat sich die Organisation mittlerweile als wichtige Säule im Gesundheitssystem des Landes etabliert. Zahlreiche Gäste und Fachleute zelebrierten in der Kulturbühne am Bach mit Geschäftsführer Mario Ammann das 20-Jahr-Jubiläum. Ja, wir haben heute die 20 Jahre sicheres Vorarlberg und die Red-Zertifizierung von der WHO. Und ja, das ist ein ganz großer Anlass, wird alle 5 Jahre Red-zertifiziert. Das heißt, man wird davor gut geprüft, ob man auch den Dingen entspricht, dem Ganzen. Und ja, es wurde für gut befunden und heute war die feierliche Red-Zertifizierung hier. Inspiriert durch den Erfolg ähnlicher Organisationen in Skandinavien, wurde die Initiative in Vorarlberg bald akzeptiert und entwickelt. Der Ursprung liegt eigentlich in Schweden. Es war ein schwedisches Modell, das die Unfallprävention im Heim-, Freizeit- und Sportbereich in den Mittelpunkt gestellt hat. Und das wollte man in Österreich als Pilotversuch einmal in Vorarlberg jetzt umsetzen. Und da hat es endlich gestartet. Gleichzeitig wurde an dem Abend die erneute Zertifizierung des Landes Vorarlberg durch die WHO-Initiative Safe Community überreicht. Vorarlberg ist das erste und immer noch das einzige Bundesland Österreichs mit dieser Auszeichnung. Das Land Vorarlberg, die Gemeinden und AUVA sowie die Sozialversicherungsträger stehen hinter der Initiative, die mit beeindruckenden Zahlen beweist, Unfallprävention rechnet sich menschlich wie finanziell. Das ist sehr wichtig, weil durch eine gute Prävention kann man viel menschliches Leid ersparen und man kann natürlich auch Kosten senken. Denn Patientinnen und Patienten, die gar nicht erst anfallen und die Krankenhäuser gar nicht belasten, sind die Besten. Jeder von uns weiß, man ist da immer irgendwie einer Gefahr ausgesetzt und es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, aber man kann manches vermeiden. Und mit diesen Aktionen ist das ein wirklich sehr guter Beitrag. Wenn man selber Kinder hat, weiß man das eigentlich auch. Man ist schon froh darüber, wenn sie ein bisschen trainiert und ausgebildet werden, auf spielerische Art und Weise es vielleicht lernen, wie man sich am Schulweg bewegt, den Helm am Fahrrad nicht vergessen, beim Skifahren ein paar Regeln einhalten, beim Sport nicht übertreiben oder sich richtig ausrüsten, Kinder und Erwachsene. Also ich finde, die Aktion ist eine gute. 20 Jahre gibt es jetzt schon, man kann gratulieren. Franz Rhein ist heute ausgezeichnet worden. Der hat es aufgebaut und hat die Ehrung sehr wohl verdient. Die Aktivitäten von Sicheres Vorarlberg zeichnen sich durch Aktualität und innovative Ansätze aus. Das wird wahrscheinlich immer wichtiger werden, eine solche Organisation zu haben, die alles zusammenhält, die versucht, die Kontakte zu knüpfen, die auch neutral unterwegs ist, ohne politischen Hintergrund. Und das ist, glaube ich, auch das Erfolgsgeheimnis, das so gut geklappt hat die letzten 20 Jahre. Keinen Grund also, weshalb Vorarlberg in Sachen Sicherheit nicht weiterhin ein Vorbild für andere Bundesländer sein sollte.